Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um die Reolink-Überwachungskameras. Ich habe ja hier bei mir eine ganze Menge davon im Einsatz und empfehle die auch wirklich gerne weiter, weil ich absolut zufrieden damit bin. Jetzt hat mich allerdings jemand gefragt, der einen wirklich großen Innenhof zur Überwachung hat, was er da einsetzen kann. Und da kommen wir natürlich mit diesen kleinen Modellen hier nicht weiter. Da müssen wir auf eine etwas größere Variante setzen. Und die gibt es natürlich auch von Reolink, kosten auch ein bisschen mehr, aber können natürlich auch ein Vielfaches von dem, was die beiden Kleinen hier können. Und schon allein der Karton lässt erahnen, wir sprechen hier über eine wirklich große und vor allen Dingen schwere Kamera. Die Reolink RLC523WA mit 5 Megapixeln, drahtlose Kamera, also bis auf Strom natürlich, also mit WLAN verknüpfbar und auch mit LAN verknüpfbar, also alles, was das Herz begehrt. So, da gucken wir mal drauf, was das gute Stück alles kann. Autos und Personen erkennen in smarter Funktion, das gibt es sicherlich öfter. 2,4 und 5 GHz WLAN gibt es nicht ganz so oft. Farbige Nachtsicht haben wir mit dabei, 2-Wege-Audio, 5-fach optischen Zoom, mein persönliches Highlight dieser Kamera. 360 Grad schwenkbar, 90 Grad in der Neigung, IP66, wetterfest und 24/7 Aufnahme. Über Timelapse, all das funktioniert mit dieser Kamera. Was steht sonst noch drauf hier auf den Seiten? Nicht mehr viel, das ist die gewohnte Reolink-App. Die kennt ihr vielleicht schon, falls ihr die Videos aus den vergangenen Kameras verfolgt habt. Und jetzt würde ich sagen, auf geht's ans Auspacken. So, manchmal ist es ja so, dass Unboxing bedeutet, wir packen nur ein Teil aus und dann ist es fertig. Deswegen steht es auch oft in Anführungsstrichen. In dem Fall jetzt hier erwarte ich aber deutlich mehr da drin. Da wird nicht nur die Kamera drin sein, da werden auch jede Menge Kabel drin sein. Ich hoffe mal Dübel, denn um das Teil an die Wand zu kriegen, braucht man, glaube ich, schon etwas größere Dübel, weil es wiegt wirklich unglaublich viel. Dieses Paket ist, ich weiß gar nicht wie schwer, habe es jetzt auch nicht nachgemessen, aber es ist wirklich unglaublich schwer. So, zuallererst einmal die bekannte blaue Reolink-Mappe. Sind Aufkleber drin, Bohrschablone vermutlich und Anleitung, gucken wir aber gleich nochmal rein. Dann schauen wir doch mal, was hier wirklich in dieser Kiste sich denn verbirgt und vor allen Dingen, was so schwer ist. So, jede Menge Kabel, 2 Antennen, genau, die sind fürs WLAN. Das ist schon mal gut, dass es 2 gibt, das verbessert den Empfang auf jeden Fall deutlich. Die legen wir aber erstmal beiseite. Dann haben wir hier ein etwas längeres Kabel. Das ist, okay, das ist der Strom oder beziehungsweise das Verlängerungskabel für den Strom. Dann haben wir hier, ja, um dann das Netzwerkkabel wasserdicht anzuschließen, eine kleine Dichtung. Dann haben wir hier ein Netzwerkkabel. Habe ich tatsächlich bei Reolink auch noch nie in der Verpackung gehabt. So, dann haben wir hier die eben schon angekündigten Dübel. 5 Stück, 5 Schrauben, 5 Dübel. Oder verzähle ich mich jetzt? Nee, es sind 5. Die werden wir, glaube ich, auch brauchen. Dann einmal das Netzteil, haben wir gerade schon gesehen, die Verlängerung, um das Ganze dann noch in weitere Entfernung auch zu bringen. Und dann kommt sie heraus, die ultimative Überwachungskamera, zumindest vom Gewicht her. Alles Weitere gucken wir uns ja später mal an, aber vom Gewicht her ist es auf jeden Fall definitiv die allerschwerste Überwachungskamera, die ich jemals gesehen habe, beziehungsweise die ich jemals in der Hand gehalten habe. Ja, ich würde sagen, gleich lassen wir sie mal aus der Verpackung. So, um die Spannung aber noch etwas hoch zu halten, die Kamera kommt gleich. Jetzt gucken wir erst nochmal, was in der blauen Mappe drin ist. Ich denke mal, nichts Überraschendes. Das ist einmal eine Bohrschablone, damit ihr die Kamera dann auch gut an die Wand befestigen könnt. Die bekannten Aufkleber in diversen Sprachen, damit ihr auch signalisieren könnt, dass hier aufgezeichnet wird. Das dürfte, ohne es weiter gesehen zu haben, die Konformitätserklärung sein. Genau, die tun wir auch mal beiseite, ist eigentlich für uns jetzt nicht weiter relevant. Und dann haben wir einmal die Installations- oder Operational Instruction, also die Bedienungsanleitung, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es auch in Deutsch, das ist schon mal hervorragend. Aber all das ist ja langweilig, wir wollen ja eigentlich dieses dicke Ding da hinten auspacken und gucken jetzt mal, was sich denn unter dieser Folie oder unter dieser Abdeckung verbirgt. Und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist wirklich die ultimative Kamera. Zumindest so sieht sie aus. Wie ich vorhin schon gesagt habe, nach IP66 zertifiziert. Massives Gewicht, wirklich massives Gewicht. Und ja, was soll man sonst sagen? Das Ding sieht erstmal wirklich aus wie ein Roboter, finde ich. Insofern gucken wir gleich mal weiter, was denn da alles so drauf ist. Hier haben wir dann einmal die entsprechenden Passwörter, damit ihr euch auch anmelden könnt. Und wir haben einmal nochmal hier oben die beiden Anschlüsse für das Wi-Fi, für die Antennen, sodass wir auch die anbringen können.
sieht, glaube ich, nachher noch lustiger aus, wenn die Antennen erstmal dran sind. Ja, hier ist die Halterung. Es ist, glaube ich, alles aus Metall. Zumindest fühlt es sich so an. Sollte es auch sein, weil es wirklich super schwer ist. Dann haben wir hier die verschiedenen Anschlüsse. Netzwerk, Strom, Erdung nehme ich mal an. Und einen Reset-Button, mit dem ihr die Kamera dann auch zurücksetzen könnt. Dann braucht ihr, es gibt nämlich keinen Knopf offensichtlich an der Kamera, denn sonst würde dieser Knopf hier an dem Kabelstrang keinen Sinn machen. Hier auf der Rückseite haben wir dann noch den Einschub für die Micro-SD-Karte. Einmal aufschrauben und dann entsprechend reintun. Auch das, ich glaube, das ist Metall, zumindest vermute ich das mal. Hier hinten noch der Lautsprecher. Ich bin gleich schon sehr gespannt, das ist ein Riesenlautsprecher, wie laut das nachher wird. Dann haben wir hier vorne, gut, Linse, das Spotlight und die entsprechenden IR-Schnittstellen. Ja, gucken wir mal weiter. So, jetzt fahren wir die Kamera zum ersten Mal hoch, das heißt an den Strom angeschlossen und spätestens jetzt wird klar, wir sprechen hier über die Mutter aller Überwachungskameras, denn das Ding sieht wirklich aus wie ein Roboter. Ich habe die ganze Zeit an Terminator gedacht oder was auch immer. 360 Grad drehbar, das ist wirklich, das habe ich tatsächlich vorher noch nicht gesehen. Natürlich gibt es das bei Überwachungskameras, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Und dann 90 Grad nochmal auch von oben nach unten schwenkbar. Auch das wirklich super cool. Der Motor dreht auch schnell, habt ihr jetzt gerade gesehen. Wenn man es drauf anlegt, dreht er wirklich richtig schnell. Ansonsten fährt er auch beim Start dann einmal den Zoom rein und raus. Auch das hört man richtig, diesen fünffach optischen Zoom ist wirklich absolute Klasse. Und wir werden es gleich in den Bildern und so weiter sehen, das ist wirklich super. Einmal Spotlight an, auch richtig hell. Diese drei LEDs machen richtig, richtig Licht. Da könnt ihr kilometerweit gefühlt gucken. So, die Einrichtung habe ich euch mal erspart, weil das ist wirklich super einfach, das kriegt ihr alle hin und wenn nicht, guckt ihr eins von den alten Videos. Jetzt gehen wir mal durch die App und ich zeige euch mal so ein bisschen, was passiert. Rechts oben seht ihr immer das, was dann wirklich in der Kamera passiert und wir machen es hier direkt an dem Tablet. Also Licht an, das heißt jetzt seht ihr, wir leuchten jetzt hier quasi in unseren Garten. Der Baum steht so circa 7 Meter von unserem Balkon entfernt, also nur mal so, dass ihr ein Gefühl kriegt. Natürlich ist das hier jetzt ein bisschen hell, deswegen mache ich es jetzt erstmal wieder aus. Aber das ist natürlich schon so, dass da durch diese LEDs wirklich richtig Licht in den Garten in unserem Fall hier reinfällt. Ja, bei den Icons, da muss ich euch, glaube ich, nicht viel erklären. Das wissen die meisten von euch. Hier haben wir zum Beispiel den Knopf, um dann letzten Endes auch den Ton übertragen zu können. Das wiederum müssen wir aber vorher einmal aktivieren. Deswegen geht ihr hier in die Einstellungen rein und macht dann quasi die Tonübertragung in den aktivierten Zustand sozusagen und dann könnt ihr auch hören, was draußen passiert. Ja, die weiteren Buttons sind aus meiner Sicht tatsächlich weitgehend selbsterklärend, denn ihr könnt hier nochmal ein Foto schießen, einen Snapshot sozusagen, ihr könnt ein Video aufnehmen und dann könnt ihr die Auflösung verändern. Gibt drei verschiedene Einstellungen, die könnt ihr selber konfigurieren. Entweder geht ihr auf eine geringere Auflösung, um dann eine höhere Geschwindigkeit in der Übertragung zu generieren, oder ihr geht in die maximale Auflösung, um wirklich das beste Bild zu haben von 5 Megapixeln. Ganz rechts könnt ihr das Ganze dann einmal umdrehen, sodass ihr ins Querformat kommt und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie kommt man wieder zurück. Muss auch irgendwo einen Knopf geben. Na, das ist es natürlich nicht. So, ihr seht, ich bin etwas überfordert. Wo kann es sein? Da ist es nicht. Ja, da oben ist es. Okay, wir sind zurück im normalen Bildschirm. Entschuldigung, das habe ich irgendwie nicht sofort verstanden, wo es weitergeht. Machen wir unten aber nochmal weiter, denn auch da wird es nochmal richtig, richtig spannend. Hier könnt ihr zum Beispiel durch die hohe Auflösung eine Vergrößerung von einem Bildausschnitt generieren. Das ist jetzt hier nicht volle Auflösung, in der wir unterwegs sind. Von daher, es geht sogar noch besser. Das will ich an der Stelle nur mal gesagt haben. Und wir machen jetzt mal das Licht an, damit das Ganze auch wieder in den Farbmodus übergeht, damit ihr hier auch nochmal sehen könnt, die Vergrößerung könnt ihr hier machen und das ist tatsächlich in dem Fall jetzt noch verbesserungswürdig, denn wenn wir auf volle Auflösung gehen, dann seht ihr gleich, dass das Ganze sogar noch besser geht. Aber da, allein das brauchen wir ja auch gar nicht, weil wir haben ja einen fünffach optischen Zoom, das heißt, wir brauchen gar keine technische Hochrechnung von irgendwelchen Pixeln, damit wir näher ran können oder ähnliches. All das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, jetzt gucken wir hier noch einmal in die Wiedergabe, das heißt, hier könnt ihr alles das wiedergeben, was ihr denn dann wiedergeben möchtet sozusagen. Und dann kommen wir eigentlich schon zur spannendsten Funktion, denn hier könnt ihr tatsächlich den optischen Zoom fahren lassen. Und da kann ich nur sagen,
Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu diesen digitalen Zooms. Ich weiß, dass viele von euch das wissen, aber es ist wirklich so, dass da kommt ihr so nah ran. Man kann, ich blende euch nachher nochmal ein bisschen was Footage ein, da könnt ihr wirklich die Nadeln an diesem Baum erkennen oder ihr könnt theoretisch hinten an den Tannenzapfen, nennt sich das Tannenzapfen, die eigentlichen Schuppen sozusagen, könnt ihr abzählen. Ich bin völlig fasziniert, wie gut dieser Zoom funktioniert. Und übrigens auch der Fokus. Hier könnt ihr manuell fokussieren, braucht ihr aber gar nicht. Der Autofokus ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. So, jetzt lassen wir die Kamera einmal rumdrehen, denn über diese Funktion könnt ihr quasi einmal komplett rumdrehen, wenn ihr denn möchtet. Damit ihr auch nochmal seht, 360 Grad geht das Ganze. Aber ihr könnt hier über diesen Knopf das Ganze auch manuell natürlich bedienen. So, jetzt habe ich hier, genau, das ist wegen dem Apple Pencil. Lasst euch davon jetzt gerade mal nicht irritieren, das müssen wir einmal wegklicken. Weil wir können jetzt hier nämlich auch noch Alarmpunkte und so weiter setzen. Das heißt, ihr könnt bestimmte Wege abfahren, ihr könnt immer wieder zu einem bestimmten Punkt zurückkehren oder irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche verschiedenen Wege von links nach rechts, von oben nach unten und so weiter definieren, die Kamera dann entsprechend regelmäßig abfahren soll. Das funktioniert hier über diesen Menüpunkt. Auch das ist natürlich schon professionell, muss man einfach sagen, der normale Kunde braucht sowas im Zweifel wahrscheinlich nicht, aber es ist schon eine etwas höherklassig. Jetzt machen wir mal die Sirene an. Und die ist auch wirklich richtig laut. Also als ich die angemacht habe, ich glaube, die Nachbarn sind erstmal aus dem Bett gefallen. Wenn ihr dann hier rechts oben weiter guckt, da gibt es so Einstellungsmöglichkeiten, wo ihr mehrere Kameras einblenden könnt und so weiter und so fort. Ist jetzt nichts, was spezifisch auf unsere 523 einzahlt. Hier in den Einstellungen wiederum gibt es dann durchaus Einstellungen, die individuell für die 523 sind. Zum einen könnt ihr hier natürlich ganz viele die Hardware-Sachen nochmal auslesen und so weiter und so fort. Ja, wie zum Beispiel Speicher, Netzwerkstatus und Details zur Firmware und so weiter und so fort. Ist jetzt aber, glaube ich, gar nicht so super spannend. Hier könnt ihr das drahtlose Netzwerk konfigurieren. Wenn es ausreichend verfügbar ist, würde ich tatsächlich auf 5 GHz gehen, weil hier wirklich auch Daten übertragen werden. Hier könnt ihr das Bild konfigurieren, ob es umgedreht sein soll, wie die Qualität sein soll. Die könnt ihr hier auch nochmal feinjustieren. Ne? Da ist also standardmäßig nicht die höchste FPS-Zahl eingegeben. Ich mache es jetzt gerade nochmal, damit ihr es nochmal seht. Hierbei klar ist zwar die höchste Auflösung drin, aber es sind halt keine 30 Frames. Wer auf 30 Frames gehen möchte, kann das hier tun. Und auch wer die Bitrate noch weiter erhöhen möchte vom Default, der kann das auch hier nochmal tun. Wenn ihr das dann abspeichert, ist das in eurer App dann sozusagen auch entsprechend hinterlegt. Ja, ansonsten Helligkeit, Tag und Nacht. Ich glaube, auch das ist vielleicht nicht unbedingt so super spannend, was ihr da noch einstellen könnt. Das ist jetzt nichts Spezielles für diese Kamera. Wenn ihr hier aber noch eine Privatzone definieren möchtet, könnt ihr das hier auch doch tun, sodass dann entsprechend dort nicht aufgezeichnet wird. Lautstärke ist vielleicht nochmal ganz interessant in Bezug auf die Lautstärke der Sirene, damit ihr eure Nachbarn auch richtig aus dem Bett in Zweifel scheuchen könnt. Dann haben wir hier noch die Bewegungszone, die man definieren kann. Auch das wiederum über die entsprechenden Einstellungen. Empfindlichkeit lässt sich konfigurieren. Wie schnell soll bitte eure Kamera auslösen, sobald sie etwas erkannt hat? Auch das lässt sich hier individuell einstellen. So, hier könnt ihr dann noch definieren, wie groß oder wie klein Objekte sein dürfen. Wenn ihr zum Beispiel Menschen aufnehmt, die werden ja nie über 3 Meter groß zum Beispiel, könnt ihr das hier auch so konfigurieren, dass da keine Fehlalarme ausgelöst werden. Und Auto-Tracking, das funktioniert hier auch noch. So, in den Filmaufnahmen, gut, da lässt sich natürlich definieren, dass ihr überhaupt aufnehmen wollt. Im Zeitplan lässt sich definieren, wie lange soll bei Bewegung aufgezeichnet werden und soll die Speicherkarte überschrieben werden, wenn sie voll ist. Push-Nachrichten könnt ihr euch schicken lassen, E-Mails könnt ihr euch schicken lassen. All das lässt sich hier noch konfigurieren und ihr werdet dann über die entsprechenden Alarme auch informiert. Die Sirene, ob die eingeschaltet werden soll, wenn etwas erkannt ist, das ist natürlich, dann habt ihr im Zweifel richtig Rabatz im Garten, weil wie gesagt, die ist ordentlich laut, gerade wenn es so ein bisschen in Innenhof hallt, so wie wir sie ja installieren werden, dann ist das schon eine spannende Geschichte. Timelapse, auch eine ganz schöne Funktion, wenn ihr eine Baustelle überwacht oder sowas, lässt sich das ganz gut nutzen und in den erweiterten Einstellungen gibt es dann noch so ein paar Details wie Datum und Zeit. FTP-Upload könnt ihr konfigurieren, das ist natürlich auch, wenn ihr das professionell einsetzt, könnt ihr das auf den Server hochladen. Eine tolle Geschichte, denn so habt ihr ja nur eure App und müsst dann darüber arbeiten sozusagen und hier kann das Ganze direkt auch auf einen FTP-Server gepusht werden.
Ton mit aufnehmen, haben wir vorhin aktiviert. Müssen wir machen, um auch was zu hören, logischerweise. Hier könnt ihr dann noch die Helligkeit, beziehungsweise nicht die Helligkeit, sondern die IR-Funktionalität aktivieren oder deaktivieren. Und auch das gleiche für Spotlight, aktivieren, deaktivieren und auch die Helligkeit justieren, sodass ihr da im Zweifel, wenn es eh schon etwas heller ist bei euch, weil irgendwo anders eine Lampe ist, braucht ihr ja nicht die volle Leistung mit raushauen sozusagen. So, jetzt gehen wir noch einmal hier in den Übersichtsmodus und ich zeige euch jetzt nochmal, wie man die Kamera hin und her fahren kann. Dazu machen wir nochmal das Licht an und wie gesagt, ihr seht hier wirklich die Details. Das ist, ich finde es wirklich, die Auflösung ist wirklich richtig, richtig gut. Ich fahre nochmal ran, sodass ihr das nochmal sehen könnt. Voller Zoom sozusagen. Das geht auch wirklich richtig, richtig zügig. Das ist, jetzt ist schon scharf gestellt, also das ist wirklich toll. Muss ich sagen, ich bin da wirklich sehr begeistert. Ihr könnt hier alle Details erkennen durch diesen Zoom und mit dem Licht auch noch. Wie gesagt, das sind 5 bis 7 Meter, würde ich mal schätzen, zu diesem Baum. Also schon eine ganz ordentliche Distanz. Und auch wenn ihr dann wieder zurückzieht, auch dann der Autofokus, der fokussiert relativ schnell dann auch wieder aus. Da braucht ihr den manuellen Fokus wirklich gar nicht verwenden. Ja, also jetzt sind wir eigentlich schon im Wesentlichen durch die Details. Wie gesagt, ihr könnt hier unten über das Jog-Dial dann noch hin und her fahren und so weiter und so fort. Das lässt sich auch relativ fein justieren. Es funktioniert alles wirklich richtig, richtig gut. Ich finde, das Ding ist der absolute Hammer. Da kann gerne, wenn ihr da selber die Kamera habt, sagt mir gerne, was euch daran nicht gefällt. Es würde mich einfach mal interessieren, weil ich bin wirklich absolut begeistert von diesem Gerät. So, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen Footage an und zwar einmal, hier seht ihr es 21 Uhr knapp, schon relativ dunkel, es sieht jetzt hier aus meiner Sicht heller aus, als es eigentlich war, also insofern lasst euch nicht irritieren, es war schon etwas dunkler, als es optisch hier aussieht. Das ist jetzt hier auch, das ist jetzt hier auch schon die volle Auflösung. Es sieht natürlich, weil der Fokus halt nicht da ist, ne, weil die Kamera jetzt gerade so steht, dass der Fokus nicht vernünftig ist, ist das nicht sauber in der hinteren Auflösung. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen runterfahren und da den Fokus entsprechend neu justieren, dann seht ihr relativ zügig, okay, jetzt geht der IR-Blaster an. Okay, es war also offensichtlich doch schon dunkel genug. Jetzt seht ihr hier nochmal, wie das Ganze dann ohne Taglicht aussieht. Ich zeige euch das Ganze aber gleich auch nochmal mit Taglicht, damit ihr auch nochmal da ein Gefühl kriegt, wie sieht denn die entsprechende Auflösung oder das Bild dann auch aus. Ich zeige euch jetzt mal kein Tageslichtbild, weil ich glaube, das ist eh über jeden Zweifel erhaben. Aber das Spannende ist ja, wie sieht das Ganze nachher aus, wenn wir es hier bei Nacht anhaben. Und hier seht ihr es dann, wie gesagt, nochmal einmal mit den IR-Blastern an. Und jetzt springen wir gleich mal rüber in die Variante mit den Spotlights. Das sieht dann hier so aus und da muss man sagen, ich meine, ich glaube, ihr könnt selber sehen, ich weiß jetzt nicht, wie YouTube das jetzt wieder runterrechnet oder so, da würde man definitiv auch auf größere Entfernung jemanden erkennen, das ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, das ist auch nicht gezoomt jetzt hier, sondern das ist ohne Zoom, das heißt einfach vom Balkon runter, aber entsprechend mit den LED-Scheinwerfern an. Und jetzt machen wir gleich nochmal so eine kleine Abmischung, damit ihr auch da nochmal seht, wie ist denn der Unterschied zwischen den IR-Blastern und dem Spotlight. Klar, mit Spotlight ist das Bild natürlich noch mal deutlich besser. Jetzt habt ihr hier gesehen, das war jetzt wiederum der Übergang zu dem gleichen Bild, allerdings ohne Spotlight. Jetzt machen wir das noch mal an. Dann habt ihr noch mal den Vergleich wieder, damit ihr direkt seht, wie das Ganze aussieht. Also aus meiner Sicht für den Nachtmodus mit dem Spotlight ist das Bild wirklich sehr, sehr gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich zoome jetzt nochmal rein. Haben wir vorhin auf dem Tablet schon gesehen, wie das Ganze aussah. Jetzt das Ganze auch nochmal hier im Footage. Und jetzt hat er scharf gestellt und da seht ihr wirklich, das ist knackscharf auf die Entfernung. Ich glaube, da würde man jeden Einbrecher oder was auch immer ihr damit aufzeichnen wollt, würde man definitiv erkennen. Ich zoome wieder raus und dann ist das eigentlich auch schon der Teil des Footage gewesen. Das Bildmaterial aus meiner Sicht wirklich absolut top. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu einem kleinen Fazit. Ja, ich denke, mein Fazit wird jetzt gleich niemanden überraschen. Ich finde die Kamera wirklich absolut genial. Für mich ist es die ultimative Überwachungskamera. Mit den Funktionen, die dabei sind und so weiter und so fort. Sie ist auch ihren Preis wert aus meiner Sicht. 300 Euro kostet das gute Stück, wenn ihr es so im regulären Handel kauft. Das ist vom Preis aus meiner Sicht für das Gebotene wirklich okay. Ihr habt hier drei richtig gute
Spotlights mit unten drin, LED-Spotlights, dann die IR-Blaster. Ihr habt einen fünffach optischen Zoom mit einer Linse, die auch wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Bild macht. Also da gibt es wirklich aus meiner Sicht nichts zu mäkeln. Wer das Ganze etwas professioneller nutzen möchte, ist hier ganz sicher auf der richtigen, bei der richtigen Kamera sozusagen. Wenn man was bemängeln möchte im professionellen Umfeld, braucht man aus meiner Sicht natürlich auch im Zweifel PoE. Das geht wahrscheinlich wegen dem großen Motor nicht. Ich weiß nicht genau, warum es nicht geht. Ihr könnt aber natürlich Strom laufen lassen und dann die WLAN-Funktionalität abschalten, denn im professionellen Umfeld würde sowas ja im Zweifel gestört werden. Dann könnt ihr es halt ganz normal übers LAN laufen lassen. Das funktioniert auch ohne weiteres. Wenn ihr das nicht tun wollt, ist die WLAN Verbindung durch diese beiden richtig langen Antennen auch wirklich, wirklich gut. Bei mir hat das deutlich besser funktioniert als bei meinen anderen Reolink-Kameras und das war ja oft ein Kritikpunkt, den der ein oder andere hatte. Gewicht hat es auch, ist auch klar, das ist aus Metall gefertigt, da ist ein, vermute ich mal, etwas größerer Motor auch drin, von daher macht es auch Sinn, dass das etwas schwerer ist, das gute Stück. Ja, also alles in allem, ich finde das Ding wirklich richtig, richtig gut. Wenn ihr auch eine zu Hause habt oder euch dann Fragen dazu habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Mich würde einfach interessieren, ob ihr auch begeistert seid, wenn ihr das Ding zu Hause habt oder ob ihr sagt, nee, da gibt es auch Nachteile, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, weil ich ja jetzt nicht viel Zeit hatte, es auszuprobieren. In diesem Sinne, danke euch fürs Zusehen und am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.